Topfgucker TV empfiehlt. Carpaccio vom Rind und gebratenes Ludemerfilet unter der Kräuterkruste. Ein schönes Stück Ludemer abschneiden. Braten wir den Fisch auf der Bratplatte. Nun drehen wir den Fisch und braten ihn von der Seite nur ganz kurz. Nun nehmen wir ihn von der Platte und legen ihn wieder auf die Hautseite zurück. Als nächstes verstreichen wir die Kräuterkruste auf dem Fisch. Die Kräuterkruste besteht aus frisch gehackten Kräutern, aufgeschlagener Butter, ein wenig Eigelb und zu guter Letzt ein bisschen Panierbrot drunter, dass die Kruste ein wenig hängen bleibt auf dem Fisch und nicht zerläuft. Nun gratinieren wir den Fisch unter dem Salamander. Dieses Gerät nennt sich Salamander, ist ein Gerät, womit man ganz toll gratinieren kann, weil es reine Oberhitze hat. Als nächstes haben wir das Carpaccio mariniert mit Salz und Pfeffer, einer dunklen Balsamico-Vinaigrette. Dieselbe Vinaigrette nehmen wir für den Salat, der noch mit auf den Teller kommt, mit gehobeltem Parmesan. Das vermischen wir ein bisschen. Und dann richten wir es zu 2/3 auf das Carpaccio an. So, als nächstes kommt das Fischfilet. So, und hier haben wir das Carpaccio vom Rind mit Parmesan und bunten Blattsalaten und ein gratiniertes Filet vom Ludemer mit Wildkräuterkruste. Guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.